Ich hoffe, ich muss unten anfangen, nicht oben schon wieder. Ja, das ist schön. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie sie ab! Uns läuft die Zeit davon. Ich gehe so schnell ich kann. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Was ist denn für ein komischer Checkpoint? Haltet sie auf, während ich mich in Reichweite bewege! Ach, Mann. Kompanie, Mann, getroffen! Oh. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also ich stehe voll auf den Luftstoß. Wir haben einen Fernschütter dabei. Huch. Wir unter schwerem Beschuss. Und bleiben, ich gebe Deckung. Holy moly. Ficken, ey. Oh, dieser Spacko da oben geht mir voll auf die Eier, ne? Ich zünde die Kisten an. Und nochmal. Uns läuft die Zeit ab. Ich gehe so schnell ich kann. Getroffen. Okay, das war gut. Flintenwache getroffen. Verdammt. So, wo? Von wo kommt dieser? Da kommt er. Fuck. Okay, der ist tot. Das ist schön. Das ist, glaube ich, nur noch der eine hier. Ich habe den gar nicht gesehen. War so dunkel. Das war die letzte. Siehst du? Hat mich gerade an mein kleines Video erinnert, was ich hochgeladen habe. Wow! An mein kleines Video erinnert, was ich hochgeladen habe. Einfach so voll ins Gesicht geschossen.
Okay, da ist noch einer. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Okay. Minus eins. Minus eins, minus zwei. Das macht zwei. Ja. Das hört sich noch fertig an, aber... Rani, bist du hier drin? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie sich nicht heraus. Wir sind hier fertig. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich habe dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Nein. Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist. Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich erlaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst,
kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester, Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Okay. Hat wieder schönes Klamottchen an. Und hier ist nichts, was wir holen können. Deswegen ab nach oben. Ein Grammophon. Oder? Ich kann es nicht so ganz deuten, was es ist. Es hat auf jeden Fall diesen Trichter-Lautsprecher. Da haben wir wieder einen Gegenstand. Eine Zeitung. Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Die Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's durch das Schlafzimmer. Die haben fast die gleiche Tapete, wie ich die habe. Nur, dass meine schwarz ist. Ich mag diese Barocktapeten, die sind toll. Was ist das? Achso, das ist das Gebäude. Oh, und die trinken Tee. Was trinkst du? Auch Tee. So. Was haben wir denn hier noch Feines? Ein Flügel und noch ein Foto. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Und auf der linken Seite ist der Percival. Das ist auch unten die Unterschrift. Nur rechts den kenne ich nicht. Lance Sergeant. Wie wird er denn ausgesprochen? Regiment of Frot. Oder so. Regime. Ach, keine Ahnung. Waffen. Okay. Dann gucken wir uns die Waffen an. Hübsch, hübsch. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte.
Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los, gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt uns den Weg da durchkämpfen. Und einer von diesen Wachen hat einen Schlüssel, den wir uns holen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß noch ungefähr, wo ich den Schlüssel gefunden habe. Komm, Bruder, hier lang. Aber ich bin mal gespannt, ob das so getriggert ist, dass die letzte Wache den Schlüssel immer hat. Oder nicht. Das fände ich halt mal interessant zu wissen. Weil bei mir war es zufällig die letzte Wache, die ich kaputt gemacht habe, die mir dann den Schlüssel gegeben hat. Ja. 17.10.86. Mal gucken. 17.10.86. Dieses Telegramm ist dringend und enthält Informationen von höchster Wichtigkeit. Die Blackwall Docks wurden von den mutmaßlichen Aktionen der Rebellion in Brand gesetzt. Zwar müssen wir unserer Sache treu bleiben, indem wir die derzeitigen Gegebenheiten nicht beeinflussen, doch viele Gruppenangehörige glauben, dass wir bald an einen Punkt kommen, an dem unsere Reihen zur Tat schreiten sollten. Zwei unserer Leute sind bei dem Vorfall gestorben. Und das nach Monaten harter Arbeit, in denen wir ihre Stellungen in der Vereintes Indien Kompanie ausbauten. Wir müssen wachsam bleiben. Wir alle tragen die Verantwortung für den Verlust und schätzen es, welches Risiko unsere Kameraden auf sich nehmen. Es bleibt in Erfahrung zu bringen, ob ihre Tode gezielt und geplant waren. Der Vorfall bringt die Reichweite und Härte der Rebellion ans Tageslicht. Wir täten gut daran, sie für das alles zur Rechenschaft zu ziehen.